So, wir schauen mal noch kurz hier rein bei den Exoten. Und zwar bei den modernen Hypercars können wir immer noch nicht weitermachen, aber für die zeitlose Supersportwagen. Ich habe mal geschaut, ich habe jetzt knapp 500.000 Credits wieder. Ich glaube irgendwie 491.000 war es. Und ich weiß es nicht. Natürlich ist dann, man kriegt ja mehrere Auswahlmöglichkeiten und das kann dann sein, dass wir vielleicht nicht alle auswählen können. Und wenn das gerade eine Karre ist, die ich gerne dann fahren will, hier bei den zeitlosen Supersportwagen, sag ich mal, machen wir noch einmal kurz hier beim Klassenwettbewerb weiter. Das war also ganz cool, hat auch eigentlich ganz gut Kohle gebracht. Und zwar gehen wir einfach weiter in die C-Klasse. Here's a simply huge group of cars. This will take you some time and it will give you some considerable pleasure. You will know all these cars, cars you may well have actually driven. Or, if you're too young to drive, cars you will soon be lusting after. I guarantee that. From early super hatches like the Ford Focus RS to the Mini John Cooper Works, they fall into two groups, fast and really very fast indeed. Finally, there's the Volkswagen Scirocco. VW doesn't like to call it a hatch, but nor is it a coupe either. Still, it would be such a shame to leave it out. Especially as I wrote rather a nice song about the diesel version. I could sing it for you if you like. So, warum hat jetzt nichts vorgesungen? Aber egal. So, wir können hier wo auch den M3 benutzen. Oder den 1er. Oder den DS3. Also, die sind wir schon alle gefahren. Dodge Challenger. Der ist jetzt... Wann bin ich den gefahren? Der steht bei mir in der Garage. Obwohl... Ah, doch, kann sein. Ist ein bisschen länger hier. Ja, der Mustang. Den Hyundai. Das sind ja alles irgendwie Autos aus meiner Garage. Irgendwie. Oder? Ah, wir können auch hier vorne auf Auto kaufen gehen. So, ich sag mal, klar, wenn es die Möglichkeit gibt, hier noch neue Karren zu, zu fahren, machen wir natürlich das weiter. Und nicht immer mit den gleichen Karren. Deshalb ein bisschen hier Abwechslung. Ich schaue mir noch ein bisschen rum. Hier gibt es wieder ein paar viele zum Auswählen. So, wieder ein paar alte. RS3, okay. Auch nicht schlecht. RS2, ja, okay. Ja, würde ich jetzt hier nicht unbedingt auswählen. Z4 vielleicht? Den haben wir eigentlich ja schon. Hier ein bisschen neuerer M3. M5. BMW Z8. Sagt mir gerade gar nichts. Z1, Z3, Z4, Z8. Okay, ein Z8er sagt mir wirklich gerade nichts. Sieht auch ein bisschen komisch aus. So, ein Camaro sieht auch nicht schlecht aus. Die Corvette. Hier noch ein paar alte Karren. Alter, hier gibt's so viel. Oh, was war das? Ach, so ein Chrysler. Okay, haben wir schon. Ja, dann Charger vielleicht mal fahren. Vielleicht mal sind wir einen Challenger gefahren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Hier ist der Ferrari auch dabei. Der 512er, wo wir in der Werkstatt haben. Oh, ein Shelby wäre aber auch geil. Also gibt's schon ein paar coole Karren. Oder so ein alter Mustang. Ey, da gibt es so richtig viele. So, der Honda S2000 war auch eigentlich gerade eben vorher nicht schlecht. So, was war das? Boah, so ein ganz alter. Boah, Alter. Der ist ja fast älter wie meine Mutter. Okay. Nee. Das war jetzt nix. Aber ein RX-8? RX-8 ist eigentlich auch nicht schlecht. Boah, das ist so ein alter Mercedes. Sieht auch so richtig genial aus. Mini Cooper. Cooper S. Lancer Evo. Ah ne, die sind wir schon auch gefahren. Alter, wie viele Karten gibt's hier? Ist schon mal voll übertrieben. Eigentlich sollte ich jetzt langsam mal aufhören, weil sonst wird es ja immer schlimmer. Pontiac Firebird.
Alter. Ich würde mal gerade so interessieren, wie viele Karren es in dem Spiel gibt. Ist aber nur rein in der Klasse hier und hier fehlen ja voll viele, so die ganzen noch stärkeren Autos und so. Hallo, übertreibt mal. Scirocco. So, am Ende. Ey, der war aber auch geil. So, wir gehen mal nochmal ganz nach vorne. Oder weiß nicht, wo war denn der Charger zum Beispiel, dass wir da mal die Daten kurz anschauen. Der war doch ziemlich mittig irgendwo. Ich guck mal gerade auf die kleinen Bilder. Der Challenger war, glaube ich, in blau. Hier ist der blaue Challenger, hier haben wir den Charger. Was haben wir da? 7,2, 7,8, starten 8. Ja, Alter, der wiegt fast 2 Tonnen, das Teil, okay. 7,2, 7,8, das merken wir uns mal. 8,0 Beschleunigung. Ich guck mal hier bei den Empfohlenen. Der wäre nämlich auch geil. Ja, ist eigentlich fast gleich. Aber der kostet halt auch ein bisschen viel. Und eigentlich wollte ich ja ein bisschen sparen vor die Exoten. Ja, komm on. Ich nehme einfach mal den Dodge Charger. War der davor? Ne, der war ein bisschen weiter hinten. So, der da kostet 60.000. Okay, geht der noch. Was kostet der? 44? So, der Challenger ist auch ein bisschen schlechter in der Geschwindigkeit, aber besser in der Beschleunigung. So, okay. Nehmen wir den hier. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was machen können oder was für schöne Designs es gibt. Ob da jemand was Schönes... Detroit Police, okay. Eigentlich mal gar nicht so schlecht. Aber ich finde mal, das Weiß sieht ein bisschen blöd aus. Ich fände es in Schwarz ein bisschen besser. So, was haben wir sonst hier so? Wie mit dem Gold, okay, sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht mal strange aus, aber irgendwie auch ein bisschen geil. Machen wir mal das da rein. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... okay, vor allem die Felgen und so. Aber komm, machen wir mal ein bisschen was Extravagantes. Auch wenn ich jetzt von dem Design nicht so überzeugt bin, aber irgendwie sieht es ein bisschen... Ja, es hat was Spezielles. Das ist Ihr 2012er Dodge Charger SRT8. Ja, ein bisschen was Spezielles und vor allem ist es so ein Perleffekt von der Lackierung her. So, schauen wir nur noch, vor allem Felgen oder so, was wir da noch Schönes machen können. Erstmal hier aussehen, kann man nicht viel machen. Hier wieder so ein bisschen, ja, aber Geschwindigkeit geht halt so immer runter. Bremsen wird besser, Handling ein bisschen, ja, aber nur so ein bisschen. Beim Spoiler. Sieht natürlich schon ein bisschen aus, aber das geht immer so runter. Was sieht besser aus? Na komm, lassen wir mal original. Gucken wir mal hier lieber bei den Felgen rein. So, was nimmer. Mal hier reinschauen. So, was könnten passen? Zu einem Challenger. Irgendwas Fettes eigentlich. Weil hier, glaube ich, gar nicht so groß Fette dabei sind. Natürlich müssen wir dann auch noch die Zollgröße ein bisschen anpassen. So, sowas ist ja, glaube ich, ein bisschen beim Challenger in die Richtung Original drauf. Beim Charger weiß ich gerade gar nicht genau. Wobei, wir hatten ja gerade welche drauf. Das waren ja, glaube ich, die Originalen, aber die sahen auch ein bisschen komisch aus. So, hier irgendwie hat dann nichts so richtig rausgestochen. Sowas in die Richtung? Ah, nee, nicht so ganz. Irgendwie sowas in die Richtung. So irgendwie. Könnte doch mal gar nicht so schlecht sein. Kommen bei denen mal rein. Ja, jetzt hat richtig komische Felgen hier bei den Spezialrubrik. Ich denke mal, da mache ich die einen rein. Warte, das waren... Weiß ich, die da oder die da? Ich glaube, die da sehen ein bisschen besser aus. So, dann machen wir ein bisschen noch bei der Größe was hin.
So, was geht da runter? Beschleunigung, Handling, boah, fast alles hier. Ja, 21 Zoll. Erstmal fett drauf geklatscht. Hinten natürlich auch. So, dann haben wir eigentlich nur hier die Felgen eigentlich gemacht. Dann gehen wir jetzt langsam mal wieder hier in den Rennen rein, weil das dauert schon wieder so ein bisschen hier. Mit Wagen aussuchen, ein bisschen konfigurieren und so. So, ne, wir waren hier unten. In die C-Klasse. Oh, bei dem Stand ist B dran. Muss ein bisschen was anpassen. Damit er wieder in den C reinpasst. Vor allem, ich frage mich, warum ist er jetzt auf B aufgestiegen? Ich sag mal, durch die Felgen haben wir ja was verschlechtert. Und trotzdem ist der Wert oder der Rang hochgegangen. Auch ein bisschen komisch. Wir kehren zurück zum Silverstone Circuit, der Heimat des britischen Motorsports. So, zum Silverstone. Vielleicht gibt es hier wieder ein Spezialevent. Oder ein normales Rennen. Mal schauen. Normales Rennen wäre mir jetzt fast ein bisschen lieber. So ein bisschen zum Eingewöhnen. Aber es kann auch sein, vielleicht zu Überholrennen oder so, dass das mal wieder kommt. Ne, normales Rennen. Wenn es schon hier die große Strecke ist. Bin mal gespannt, wie der Charger abschneidet im Gegensatz zu den anderen Autos. Jetzt haben wir der M3 letztes Mal, war ja keine gute Wahl. So, ganz normales Rennen, zwei Runden lang. So, oh, da oben steht sogar noch Xbox drauf. Okay, auf dem Dach. Hat man gar nicht gesehen. So, wie starte ich mit dem? Mit Halbgas und dann. Oh, und dann gleich auf Vollgas, dann dreht er ganz schön durch noch. So, wow, man merkt schon, dass es ein Schiff ist. Und richtiges Gewicht hat, weil der schon ein bisschen. Wow. Schon ein bisschen zäher ist im Lenken. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, weil der hinten ganz schön wegrutscht. Vor allem mit dem schönen Heckantrieb. So, Alter. Okay, mit dem müssen wir wirklich ein bisschen sensibler umgehen. So, Alter, hier. Erstmal. Einmal weg, Scirocco. So, dafür hat er eigentlich keine schlechte Beschleunigung. Aber die Lenkung ist ein bisschen. Ja. Alter, hier Hulk. Ja, das ist ja auch mal geil. Sieht auch nicht schlecht aus. Der hat ein komisches ABS irgendwie, finde ich. So, Alter, guck mal. Ich habe nicht mal Gas gegeben und der rutscht mir hinten weg. So, ein bisschen leicht Gas geben, damit wir an dem vorbeikommen. Okay. Also hier bei der Karre muss man wirklich ein bisschen sensibler sein. Vor allem hier, guck mal, der rutscht schon richtig leicht weg. Obwohl, ich habe nicht gebremst, kein Gas gegeben, gar nichts. Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Schon mal richtig übel, wie der rutscht. Muss ich mal hier meine Lenkung oder meine Lenkungsgewöhnung voll umstellen. Eigentlich lenke ich relativ. Alter, was macht der? Weißt du? Ey, das gibt's nicht. Ey, ich guck auch noch, dass ich ausweiche und der fährt halt auch noch wieder direkt voll in mich rein. So, jetzt rutscht er nicht. Dafür ich ein bisschen. So, ja, was ich sagen wollte ist, in Kurven hier mit dem richtig fest einlenken, ist bei dem ein bisschen, ja, unratsam, sagen wir es mal so. Aber so spiele ich eigentlich meistens. Also meistens voll einlenken und wenn ich dann zu viel lenke, mal kurz weggehen und dann wieder voll einlenken. So spiele ich halt meistens und mit der Karre ist es ein bisschen, ja, nicht schlau, hier voll einzulenken. Alter, was macht der da? So, irgendwie. Ja, aber dafür sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus mit der Platzierung. Alter, bremst mal! Gibt's ja gar nicht.
Aber trotzdem mir zwei Plätze gut gemacht. So. Hier ist die zweite Runde. War gerade ein bisschen irritiert wegen hier mal auf der Strecke mit den zwei Ziellinien. Schon mal so ein bisschen komisch. So, ja, einmal durchgeslidet. Perfekt überholt, okay. Erst der rechts. Einmal der RS3. So, ja, genau. Erstmal hinten rein. Immer die BMW-Fahrer hier. Gibt's ja gar nicht. Muss ich erstmal hier ein bisschen Wut am Audi auslassen. So, hier Beschleunigung sieht man. Ist ja schon richtig gut dabei. Auch mit den Bremsen habe ich auch noch ein bisschen komische Gefühle. Es wird auch ein bisschen früher bremsen muss bei denen. So, hier kann man fast schon durchdriften. Aber es ist eigentlich nicht ganz so schlau, das zu machen. Also lieber schön fahren und ein bisschen leicht Gas geben. Kommt man ein bisschen schneller durch wie mit dem Drift eigentlich. Oder zumindest so, wie ich gerade die Kurve gefahren bin. War es da mal so. So, wo haben wir denn die Ziellinie? Müsste ja jetzt dann bald irgendwann kommen. Obwohl, ja, ein bisschen haben wir schon noch. Hier nochmal eine Gerade, ah, und nach der dann kommen, glaube ich, noch ein, zwei Kurven und dann ist die Zielgerade schon in Sicht. Ja, hier die Rechtskurve und dann kommt, glaube ich, die Zielgerade, oder? Nee, oh, nochmal ein paar Kurven. Da haben wir ja doch noch ein bisschen. Aber ich würde mal sagen, ja, vom Vorsprung her sieht es eigentlich relativ gut aus. So, die Kurve hier. Nee, nicht ganz komisch. So, ich glaube, es. Nee, das zweite Mal zurückspulen. Hab schon gedacht, das erste Mal. So, wir müssen noch ein bisschen weiter zurück. Ja, eigentlich nicht so weiter, aber egal. So, aber jetzt schon wieder so irgendwie. Naja, irgendwie immer in der Kurve ist es komisch. Also in den anderen Kurven habe ich kein Problem, aber bei der Kurve schon. Irgendwie seltsam. Dass es immer bei einer ist. Aber trotzdem, ja. Geht ja noch. War ja gar nicht so schlecht. Und natürlich die erste Runde. Bisschen eingewöhnen. Bisschen verdellt hier. So, und da rast schon wieder ein bisschen Kohle rein. So, ein bisschen Affinität haben wir ja schon, weil wir mit dem Challenger gefahren sind.